Moin Leute, Kralle hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas im Dead Money DLC. Jetzt müssen wir nur noch Christine zu ihrer Position bringen. Die war ja auch in, oder musste auch in die Western del Sol? Ja, nur halt da nach Norden. Gemischte Signale, ja. So, Christine. Ja, manchmal ist es lange genug da, dass ich es durchlesen könnte, aber manchmal auch nicht. Deshalb, ich lese es einfach mal nicht durch, weil zum laut vorlesen brauche ich immer länger, als wenn ich es halt nur so, ne, im Kopf durchlese. Und ich möchte wirklich gerne wissen, was sie, naja, was sie für Gesten macht. Da das hier ja leider nicht animatorisch dargestellt ist. Wissenschaft 75, glauben Sie, er benutzt den Pip-Boy, um eine Verbindung mit dem Projektor herzustellen? Schätze, dann ist er bereits ganz nah. Irgendwelche Ideen wo? Zeig ihr den Tipp, Pip-Boy. Ja, mach ich mal. Ja, dann stehe ich einfach dumm in der Gegend rum. Nee, ich warte mal. Sie scheint ja, wenn sie von der Bruderschaft ist, ist sie ja, denke ich mal, technisch versiert. Das heißt, was auch immer sie da macht, dürfte, ja, in Ordnung sein. Wieso glauben Sie, will er, dass Sie zur Puesta del Sol Schaltstation gehen? Oh, Alter, das geht viel zu schnell. Weder die noch Doc können die Schaltstation bedienen. Naja. Ja, warum nicht? Es wäre einfacher, wenn sie einmal mit dem Finger schnippen für Ja und zweimal für Nein. Nein, schon wieder Wahrnehmung. So. Reisen wir mal zusammen. Also Christine nickt, hat da jetzt viel zu lange gestanden. Christine hat ihm das extra Signalinterferenz gegeben. Dieses extra erlaubt ihnen, sich kurz in der Nähe eines Lautsprechers aufzuhalten, bevor sich ihr Sprengstoffhalsband aktiviert und verlängert auch die Zeit, die sie haben, bevor das Sprengstoffhalsband explodiert, um 50%. Okay, dann denke ich mal, werden wir jetzt eine Menge im Radius finden oder umgehen müssen, beziehungsweise zerstören müssen. Jetzt will ich einmal nur mal gucken. Das ist das bessere Messer, das ist die 9mm, das ist mein Revolver. Ja, und hier haben wir dich. Okay, sehr schön. Könnte sie dazu was sagen, wenn ich sie jetzt anspreche? Haben wir überhaupt schon so mit ihr geredet oder hat sie eventuell, das steht jetzt schon wieder so lange da, eventuell was Neues? Nee, nichts Neues. Also die Länge, in der da manche Sachen stehen, wenn man mit Christine spricht, ist leider nicht so doll. Klong.
Okay, also sollen wir aufpassen, dass irgendwas auf dem Boden liegt. Fallen oder so. Ach, natürlich war es schon wieder an. Okay, wir müssten ja die erste Route hier relativ sicher sein, da wir ja hier schon lang gegangen sind. Service-Route. Okay. Was hat sie jetzt eigentlich? Wir haben sie ja eigentlich gefragt, was sie kann. Aber da sie von der Bruderschaft ist, kann sie ja eigentlich relativ viel. Also mit Waffen umgehen und so. Ja, da waren wir ja schon oben. Wir müssen hier vorne ja nur irgendwo rechts die Treppen hoch. Meine Fresse! Grrr. Aber atmen kann sie noch laut genug. Gerade natürlich, wenn so ein blödes Vier. Naja. Oh. Moment. Einen Moment mal bitte. Da waren wir aber noch nicht, ne? Oder waren wir da schon? Ich gehe mal lieber zur Sicherheit nochmal hoch. Sind wir da schon lang gegangen? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier schon waren. Nee, Tatsache. Habe ich das wohl letztes Mal irgendwie nicht mitbekommen. Gut, es war letztes Mal auch sehr viel dunkler. Nur hier kann man ja immer schlecht mitkriegen, ob hier Tag oder Nacht ist. Sie können an diesem Ort nicht warten. Ja, man kann es auch schlecht mitkriegen. Ach, das Klebeband nehme ich auch noch mit. Terminal. Verdammter Überfall. Heute ist die Villa-Sicherheit aufgetaucht und hat alles durchsucht. Domino hat den Chef wohl verärgert und das war dann die Rache dafür. Hatte all unsere Vorräte versteckt, als sie kamen. Viel haben sie nicht gefunden. Der Chef hat versucht, hart mit uns zu sein, damit wir sauber blieben. Laberte von den Casino-Richtlinien. Dieser Sinclair ist ein knallharter Hund. Es geht mir auf den Sack, jedes Mal diese Stichproben und Durchsuchungen der Casino-Sicherheit über mich ergehen zu lassen, wenn ich die Villa betrete. Was hat er für ein Problem mit Medikamenten? Er könnte selbst welche vertragen. Und die hübsche zukünftige Braut auch, obwohl die schon so aussieht, als sei sie mit Drogen vollgepumpt. Sieht nach Medex aus. Oh, wow. Konnte man das so gut erkennen? Ich meine, wir wissen ja, dass sie ein paar Medex-Probleme hatte. Ach schade, das können wir nicht aufheben, oder? So geht's. So. Ja, wir wissen ja schon, dass sie Medex-Probleme hatte, aber dass die so stark waren, dass man ihr das ansehen konnte. Ach, Mist. Wie könnte man da hochkommen? Jetzt sag nicht ein Jumping-Puzzle hier mit den Rohren. Nee. Oder könnte es sein, dass man da wieder zurückkommt? Ja, das kann gut sein. Aber da oben ging es ja noch weiter. Wir sind jetzt auch nicht durch dieses, in den letzten Folgen durch dieses Metalltor gegangen. Hätten wir auch noch machen können. Nur da das jetzt in der Wolke ist und wir Dienst Perk nicht mehr haben, könnte das schwierig werden, da unbeschadet durchzugehen.
Okay. Sehr schön. Durchschnittlich verschlossen. Ja, geht. Can't take the murder from me. Okay. Sehr schwer. Eieiei. Mal gucken. Na, haben wir hier kaum Klammern? Das ist aber doof. Das ist dann sehr doof. Na gut. Transmitters. Hat nur einen. So. Ach Gott, ich mache das einfach mal wieder mit Daumen und Zudecken. Das geht besser. Eins. Da hätten wir schon zwei. Nee, das ist es nicht. Oha, naja. Eins. Das könnte es sein. Oh, aber schon. Civilization könnte eventuell. Nein, nein. Eins, zwei, drei. Ization. Es muss mit Ization enden. Haben wir noch was anderes, was auf Ization endet? Ja, scheiße. Haben wir noch zwei, die mit Ization enden? Ne, Moment. Organisation. Wo war jetzt das, was sich überschneidet? 1, 2, 3. Ja, es muss ein Z sein, kein C. Okay, also das nicht. Oder ist hier auch noch? Sorry. Nee, das wären dann nur 6. Broadcasting. Creation Engine. Nee, dann müsste es das hier, nee, hier, das sein. Ja. Hologramm aktivieren, ach nett. Mehr Sprengstoff. Heute sind weitere Sprengladungen angekommen. Hab Mr. Yesterday danach gefragt. Er hatte keine Ahnung von der Lieferung. Er war nur daran interessiert, ob jemand Kohle damit gemacht hatte. Hat Sinclair die bestellt oder wurde da wieder was verbockt, wie bei den Messern? Wir haben schon mehr als genug Sprengstoff. Plant der Allmächtige etwa, die Straße hierher in die Luft zu jagen, damit niemand hier hochkommt? Okay. Na, welches Hologramm haben wir aktiviert? Da vorne haben wir eins aktiviert. Aber hier oben waren wir noch gar nicht, oder? Nö, ansonsten hätten wir das ja alles mitgenommen. Christine bewegt die Finger schnell hin und her, als ob sie einen Schalter betätigen würde und nickt sie dann. Die Norden? Ach so, ja, Schaltstation. Stimmt, wir sind letztes Mal nach links gegangen. Mit denen. Und wir müssen aber heute mal da lang. Gut. Ich aber doch was hinter gesehen. Ja. Okay, dann mal das Terminal. Besichtigungstermine. Sinclair kommt morgen, um den Fortschritt in der Villa zu überprüfen. Hab die Jungs gewarnt, nach dem feinen Herrn Ausschau zu halten. Er kommt aber ohne das Sternchen, weswegen das Gemurre bei den Jungs losging. Er sollte gut auf sich aufpassen. Nicht, dass er einen üblen Unfall in der Schaltstation hat. War das eine Androhung? Und ich glaube, mit dem Sternchen war Vera gemeint. Da ist das Tor.
Komm, wir gucken mal, was hinter ist. Wir werden jetzt definitiv Schaden nehmen. Also eventuell müsste ich es gleich nochmal aufmachen. Oder hätte ich oben erst weiter durchsuchen sollen? Service-Route erfordert Schlüssel. Ein Bauhelm. Nehmen wir mal mit. Okay, viel ist hier nicht. Da ist noch ein Bauhelm. Bauhelme, die aussehen wie alte britische Helme. Haben wir jetzt oben schon alles oder muss ich nochmal zurück und da oben drauf? Das war ja schlecht geplant von mir. Erstmal zurück. Und zack. Ja, den Schaden fresse ich jetzt. Ist das wirklich der einzige Weg nach da oben drauf? Ist ja auch irgendwie doof. Schade, dass wir jetzt nicht mehr diesen paar Sekundenschutz vor den Wolken haben. Aber man kann ja nicht alles haben. Dafür haben wir jetzt ein paar Sekundenschutz vor dem Radius. So, da sind wir lang. Da sind wir eben lang. Oh. Gala is the only way in. Das haben wir ja schon gelesen. Oh, und sie rennt sofort los. Theoretisch hätte man auch von da... Ne? Da so draufspringen, von der Treppe aus hier rauf. Oh, Gott, Mädel. Egal, mir ist es wert. Hier oben liegt ein Stimpack. Wo war es jetzt? Ich habe es eben gelesen. Da, im Lüftungsschacht. Und wieder übersehen. Da ist ein Schlüssel. Schlüssel des Vorarbeiters. So kommt man da durch. Okay. Für die Service-Route wahrscheinlich. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ich nehme alles mit. Sie sieht ein bisschen kampfwütig aus. Sonnenbrille. Terminal, Besuch. Sinclair war viel ausgeglichener, als ich erwartet hatte. Besonders nach dem, was Mr. Yesterday getan hat. Sein Verstand ist auch schärfer als dieses Messer. Er hatte viele Fragen zum Fundament. Manche konnte ich nicht einmal beantworten. Hat ihm aber nichts ausgemacht. Er kennt sich auf jeden Fall mit Technik aus. Ich befürchte, er könnte die Villa durchschauen und erkennen, dass die Stadt nur eine Attrappe ist. Hä? Ich befürchte, er könnte die Villa durchschauen und erkennen, dass die Stadt nur eine Attrappe ist. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ich meine, ich weiß ja, wir haben es ja irgendwo gelesen, dass halt hauptsächlich die ganzen Mittel in das Casino oben geflossen sind. Und dass halt das hier unten alles, ja, ich sag mal, dass hier unten gespart wurde. Aber dass die Villa nur eine Attrappe ist? Naja, ich erkenne ja Zusammenhänge gerne mal nicht. Also, falls ich irgendwas Offensichtliches da einfach mal dran vorbeischaue oder nicht mitbekomme. Ne, so bin ich halt. Verträge. Wir haben da einen netten Deal. Ich habe Mr. Yesterday davon berichtet, dass wir unsere Vereinbarung neu verhandeln und die Prozente ein wenig hin und her schieben müssen. Hab die Berichte in den Wartungen gelassen, falls die Sache haarig wird.
Ah, okay. Hab die Berichte in der Wartung gelassen. Falls die Sache haarig wird, lasse ich den Laden hochgehen. War damit einverstanden, das in der Schaltstation zu besprechen, damit wir nicht belauscht werden können. Wo ist noch mal jemand die Treppe runtergestürzt und gestorben? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Da liegt ein Toter. Pass mal auf, ich speichere erstmal wieder. Und guck mal. Wastelander. Feldarbeiter-Outfit. Das können wir nicht entschärfen. Dann kann ich hier nämlich gleich ganz schnell durchheizen. Und mir nur das holen, was ich brauche. Ich bin schon fast tot. Meine Güte. Ja, hier ist sehr viel Wolke. Sehr, sehr viel Wolke. Aber wenn hier so viel Wolke ist, gibt es dann vielleicht irgendwo ein Terminal, wo man das ausschalten kann? Hier war es ja jetzt nicht. Wir haben ja schon mal ein Terminal gefunden, wo man sowas machen konnte. Nee, da geht's nicht weiter. Von hier sind wir ja gekommen, ne? Hier sind wir ja ganz schnell durchgerauscht. Hier hat mich Christine erwischt. Ich möchte gerade nur gucken, wo was ist. Wo ist das Steilstation? Ach, und hier sind wir dann. Ne? Hier sind wir ja gerade eben draufgegangen. Okay. Das da vorne wäre es mir, glaube ich, nicht wert. Und ich glaube, beim Wastelander war jetzt auch nicht wirklich was, das wir gebraucht haben. Ist nicht wirklich was, ein paar Sierra Madre Chips, aber ich glaube dafür, das würde sich nicht lohnen, das zu holen, oder? Oh. Ja. Moment, was hatte er nochmal? Ja, komm. Und das Feldarbeiter-Outfit vielleicht auch, einfach weil ich ein Sammelfreak bin. So, aber jetzt. Nach links schnell weg. Hier rüberspringen. Zack. Oh, wir sind immer noch drin im Bereich. Ist da noch irgendwas? Ich kann es gar nicht erkennen. Okay, vielleicht kriegen wir die Wolke hier irgendwie noch weg. Ich gucke jetzt nicht weiter nach. Puerta del Sol-Schaltstation.